zum Punkt 23. So, hier gibt es mehrere Wortmeldungen. Wir beginnen jetzt mit der AfD, Herr Cornelius. Nein, möchten Sie? Ach so, doch. Sehr geehrte Frau Oberbürgermeisterin, sehr geehrte Herren Beigeordnete, sehr geehrte Damen und Herren Kollegen im Stadtrat, Damen und Herren Kollegen im Stadtrat, im Zusammenhang mit dem Antrag meiner Fraktion zur Schaffung einer neuen Satzung über die Bereitstellung, Benutzung und Betreibung von Unterbringungsmöglichkeiten sind zwei Vorwürfe in den Raum gestellt worden, die wir vielleicht auch für den vorliegenden Tagesordnungspunkt fruchtbar machen können. Das eine ist der Vorwurf des Populismus. Der Vorwurf ist nun in Bezug auf meine Partei und meine Fraktion weder neu noch übertrieben originell. Ich gebe aber zu bedenken, dass er hier in der Sache daneben liegt. Ich darf einen Politikredakteur der Frankfurter Allgemeinen Zeitung zitieren, Herrn Volker Zastrow. Herr Kollege, Sie werden mir sagen, ob er mit Ihnen verwandt oder verschwägert ist. Völlig unabhängig davon hat er im Zusammenhang, glaube ich, mit einem anderen Phänomen, das sich hier in Dresden breit gemacht hat, im letzten Herbst geschrieben: Politiker sind Populisten, die Populisten Populisten schimpfen. Ich fordere jetzt niemanden auf, zu mehr auf als in sich zu gehen und sich zu überlegen, inwieweit wir alle vielleicht mal in die Werkzeugkiste des Populismus gegriffen haben. Eins ist allerdings festzuhalten: Wenn man bei einer Vergabeentscheidung in allerletzter Minute und publikumswirksam die Qualifikation des wirtschaftlich günstigsten Bieters in Frage zieht und dann das mit wenig stichhaltigen Vermutungen garniert, gleichzeitig sich aber dagegen wehrt, dass eine Satzung aufgestellt wird, in der solche qualitativen Anforderungen näher beschrieben werden, dann ist das zumindest mal widersprüchlich. Ob es populistisch ist, überlasse ich Ihrer Einschätzung. Der zweite Vorwurf, der erhoben wurde, war der der Technokratielastigkeit unseres Vorschlages. Ich weiß nicht mehr genau, wo es war. Ich glaube, es war in einem Redebeitrag aus der Grünen-Fraktion, wo es etwa sinngemäß hieß, man habe noch nie erlebt, dass ein Antrag so technokratisch eingebracht wurde. Nun, ja, es war, danke schön für die Korrektur, es war eine Aktuelle Stunde. Sie bekräftigen mein folgendes Argument. Die Beanstandung der Landesdirektion vom Februar 2015 zeigt, dass handwerkliches Können hilfreich ist für eine erfolgreiche oder zumindest mal rechtmäßige Stadtratspolitik. Denn im laufenden Verfahren, Vergabeverfahren, die Spielregeln zu verändern, das kann nur zu einer materiellen Rechtswidrigkeit führen. Solch rechtswidriges Wirken des Stadtrates kann nicht hingenommen werden. So hat es die Landesdirektion begründet und deshalb auch beanstandet und vorgegeben, dass dieser Vergabebeschluss aufgehoben werden muss. Ich frage mich natürlich schon, warum es zu dieser Erkenntnis zweier Widersprüche durch die Frau Oberbürgermeisterin und einer Beanstandung durch die Landesdirektion bedurfte. Es ist nur ein schwacher Trost, dass es ja an warnenden und mahnenden Stimmen im Vorfeld gar nicht gefehlt hat. Danke. Damen und Herren, wir sind noch in der Stadtratssitzung. Es ist zwar nur ein Beitrag von mir, aber ich habe auch nur noch 1:30 Minuten, habe es gleich vorbei. Diese sehenden Auges beschlossene rechtswidrige Vergabeentscheidung hat den Asylbewerbern, für die sie ja gedacht war, nämlich Steine statt Brot gegeben. Die Leistung hätte ja eigentlich schon beginnen sollen, es liegt aber noch keine rechtmäßige Vergabeentscheidung vor. Dass diese rechtswidrige Vergabeentscheidung zudem die Stadt mit zusätzlichen knapp 3 Millionen Euro belastet hätte, scheint in Zeiten knapper Haushaltskassen auch niemanden wirklich aufzuregen. Ich appelliere deshalb an alle Kolleginnen und Kollegen hier im Stadtrat, dem Schrecken ein Ende zu setzen, der Vorlage der Oberbürgermeisterin zuzustimmen und heute eine vergaberechtskonforme und haushaltsschonende Entscheidung zu treffen. Vielen Dank. Für die CDU-Fraktion Herr Kartl, bitte.
Sehr geehrte Frau Oberbürgermeisterin, meine sehr geehrten Damen und Herren, auch wir werden der Vorlage der Verwaltung zustimmen. Wir fühlen uns in dem, was die Landesdirektion hier nochmal ausgeführt hat, bestätigt, in dem, was wir von Anfang an im Ausschuss, aber auch hier im Stadtrat entsprechend wiedergegeben haben. Uns kommt es in der öffentlichen Auftragsvergabe darauf an, dass wir den Rechtsrahmen, der uns hier gegeben worden ist, entsprechend anwenden. Unsere Aufgabe ist hier als Stadträte zu schauen, hat die Verwaltung ihr Vergabeverfahren in diesem Rechtsrahmen durchgeführt. Wir haben dort an dieser Stelle keinen Zweifel gehabt. Auch noch Nachfragen, Zusatzinformationen hinsichtlich der Auskömmlichkeit des Angebotes und auch der Frage, ist denn der Anbieter entsprechend geeignet, haben wir keine Zweifel gehabt. Insofern plädieren wir dafür tatsächlich dem Unternehmen, dem letzten Endes der Zuschlag auch zusteht, jetzt diesen Zuschlag nicht zu verwehren. Er ist der wirtschaftlichste Anbieter. Ob einem die persönliche Nase gefällt oder nicht, das ist im Übrigen kein Vergabekriterium. Es geht nicht nach Nase, sondern es geht nach dem, was im Angebot steht. Und insofern sollten wir, nachdem wir jetzt dieses Thema schon mehrfach hier im Stadtrat hatten und es ein gewisses Ping-Pong-Spiel gab, diese ganze Sache beenden. Mit der Zustimmung zu dieser Vorlage kann das geschehen. Wir werden das auf jeden Fall machen, weil wir ein Interesse haben, dass die Vergaben hier im Hause vernünftig laufen und wir halten die Zustimmung auch für vernünftig. Für die Linken, Herr Musculus. Hallo. Herr Musculus? Schon geschlafen. Frau Oberbürgermeisterin, liebe Kolleginnen und Kollegen, Stadträte, um es kurz zu machen, unsere Fraktion wird der Empfehlung der Landesdirektion nicht folgen. Wir bleiben bei unserer Auffassung, der ausgewählte, vorgeschlagene, Erstplatzierte ist nicht geeignet. Lassen Sie mich einige Ausführungen dazu machen. In der Tat, es war ein sehr niedriges Niveau der Ausschreibung. Ich nenne noch mal die drei Kriterien. Er soll also geschäftsfähig sein. Er darf also nicht unter Kuratel stehen, entmündigt sein. Er soll nicht vorbestraft sein. Gut, viele Menschen sind nicht vorbestraft. Und als drittes Kriterium wurde genannt, der Mensch, der das machen soll, soll gewisse Erfahrungen in der Verwaltung von Unterkünften und Wohnungen haben. Herr Musculus, ja? Darf ich Sie noch mal bitten, wenn Sie sich im Detail über den Bieter äußern wollen, müssen wir die Nicht-Öffentlichkeit herstellen. Ich will einfach nur, dass Sie dran denken, weil wir ja ein bisschen... Ich nenne auch keine weiteren Namen und nichts meiner. Also die drei Kriterien sind genannt worden. Ich möchte nur auf einen Aspekt hinweisen. Die Ausschreibung ist im Sommer vorigen Jahres erfolgt. Im Sommer vorigen Jahres gab es in Deutschland mehrere Skandale zum Thema Betreuung, Überwachung, Sicherheit von Asylbewerberheimen. Das waren Skandale mit Wachdiensten, Skandale, dass die soziale Betreuung nicht ordentlich durchgeführt wurde und andere Dinge. Zu dieser Zeit wird die Ausschreibung hier in Dresden vorgenommen und sehr feinfühlig arbeiten unsere Dezernenten zusammen. Auch das Sozialamt, der Sozialdezernent, meldet sich zu Wort und so hier nachzulesen, dabei erwirkt das Sozialamt, dass die Eignungsnachweise niedrig angesetzt werden, um einen breiten Wettbewerb zu ermöglichen. Niedrige Eignungsnachweise in einer Zeit, wo gerade heftig diskutiert wird, wer geeignet ist, Asylbewerberunterkünfte zu betreuen, zu verwalten, für die Sicherheit zu sorgen. Das Nächste, lassen Sie mich noch einen abschließenden Gedanken dazu sagen, wie wir abstimmen wollen, habe ich ja schon gesagt. Die Ausschreibung lautet also, es wird jemand gesucht, der dezentrale Unterbringungsobjekte für Asylbewerber und so weiter verwaltet. Deutsche Menschen wohnen in Wohnungen, Asylsuchende wohnen in Unterbringungsobjekten. Die Sprache verrät ja schon das Ansinnen hier, dass sie nicht energisch, sensibel, feinfühlig nach den geeignetsten Bewerber gesucht wurde. Ich bleibe dabei, hier ist eine ganz schwache Kür bei der Vergabe gelaufen. Formal kann möglicherweise die Landesdirektion mit diesen drei
ganz schwachen, niedrig angesetzten Kriterien recht haben. Die Person, die aber nun ausgesucht wurde, halten wir weiterhin für nicht geeignet. Vielen Dank. Für die Grünen. Frau Oberbürgermeisterin, liebe Kolleginnen und Kollegen, Nummer eins, ich habe nach wie vor den Eindruck, dass in diesem Verfahren die Kriterien so niedrig gehangen wurden, dass fast jeder hätte problemlos darüber steigen können. Zum Zweiten, die Eignung steht für uns weiterhin, das ist einfach ein Problem und das kriegen wir jetzt auch nicht mehr geheilt. Zum Zweiten, wir stellen weiterhin die Eignung der Person in Frage oder des Bewerbers, der Bewerber. Und vor dem Hintergrund können wir nicht einfach sagen, wir stimmen jetzt zu. Denn wenn wir das Zielgebiet, wo dieses Unternehmen wirken soll, in den Blick nehmen, dann verbietet es uns sich förmlich zu sagen, wir machen an dieser Stelle, legitimieren wir diese schlechte Auswahl. Und Sie haben Recht, dass die Landesdirektion dann eben anordnet. Aber ich als Stadtrat werde für so eine schlechte Entscheidung nicht die Verantwortung übernehmen. Deswegen werden wir es ablehnen, dieses mitzutragen. Ich gehe davon aus, dass Sie ans Rednerpult kommen, Herr Dr. Lammes. Bitte schön, sehr gern. Ist mir ein letztes Vergnügen. Sehr geehrte Frau Oberbürgermeisterin, meine sehr verehrten Damen und Herren, worum geht es bei dieser Vorlage? Es geht darum, dass wir die Verwaltung von Asylbewerberunterkünften in dezentralen Wohnungen einer Person für 4 Jahre anvertrauen. Darum geht es. Das ist eine Leistung, die wird bisher von der Verwaltung erbracht, aber weil der Umfang zunimmt, wird diese Leistung jetzt an eine private Person vergeben. Soweit, so gut. Es hat dann ein Ausschreibungsverfahren gegeben, zu dem spreche ich dann noch. Und wir haben als Stadtrat mehrheitlich gesagt, mit den Argumenten, die Herr Hofsommer vorgetragen hat, jetzt zuletzt, wir können diese Entscheidung nicht mitverantworten. Dagegen gibt es jetzt die Beanstandung der Landesdirektion. Und wenn wir dieser Beanstandung nicht stattgeben, dann kriegen wir als nächstes die Ersatzvornahme. Und wenn wir die Ersatzvornahme nicht bekämpfen vor Gericht, dann geht die Ersatzvornahme eben als Grundlage der Vergabe durch. Dann ist die Vergabe eigentlich nur um wenige Wochen verzögert, aber die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in der Verwaltung müssen die Leistungen bis dahin dann weiter erbringen, obwohl sie wichtige andere Aufgaben haben. Deshalb wird unsere Fraktion, ohne dieses Verfahren zu billigen, durch eine Enthaltung den Weg zu dieser Vergabe freimachen. Ein Blick auf das Vergabeverfahren lohnt sich gleichwohl. Hier ist eine Ausschreibung gelaufen. Das ist ungefähr so, als wäre es um die Beschaffung von 20 Wurstbroten gegangen. Ungefähr so viel Sorgfalt wurde in die Erarbeitung dieser Ausschreibungskriterien investiert. Man muss erklären, dass man nicht vorbestraft ist. So liest sich das. Man muss, wenn man ein vorbestrafter Betrüger ist, dann kann man diese Erklärung auch abgeben, wenn man genau hinguckt, denn der Paragraph ist gar nicht erwähnt. So viel Sorgfalt ist hier investiert worden in diese Ausschreibung. Und, Herr Musculus hat es vorgelesen, es ist das Sozialamt gewesen, das die Eignungsnachweise so niedrig hat ansetzen lassen. Herr Seidel, Sie sind ein Sozialbürgermeister, dem ganz offensichtlich die Menschen, um die es hier geht, egal sind. Das ist in der Tat ganz böse, aber es ist leider die Wahrheit. Deshalb regen Sie sich so auf. Und das passt natürlich in eine Linie, Herr Seidel, dass Sie es gewesen sind, der diesen gesamten Prozess
der Unterbringung von Asylbewerbern zu vertreten hatte, für die ihre Chefin, die Frau Oberbürgermeisterin, sich hier am Ende vor aller Öffentlichkeit entschuldigen und um Entschuldigung bitten musste. Das ist leider so gewesen. Wir haben es eben versäumt, von Anfang an die Kriterien zu formulieren, was wir erwarten von dieser Leistung. Und das geht auch vergaberechtlich. Man muss es nur sachlich begründen. Man muss nur sachlich begründen, welche sozialpädagogische Kompetenz man in etwa und zum Beispiel von so jemandem verlangt, welche Nachweise der Erfahrung man von so jemandem verlangt, welche Nachweise der nachhaltigen wirtschaftlichen Leistungsfähigkeit man von so jemandem verlangt. Man muss es nur sachlich begründen, wenn man 4 Jahre lang diese Aufgabe jemandem anvertraut. Und das ist alles nicht geschehen. Die Leistungen sind so ausgeschrieben, als hätte man 20 Wurstbrote beschaffen wollen. Und noch schlimmer, wenn Sie heutzutage 20 Wurstbrote beschaffen, dann sind da so viele Regelungen. Wer nämlich heutzutage in Deutschland Wurst herstellen kann, was der für berufliche Qualifikationen, für Nachweise an Hygiene braucht. Oder wer Brot herstellen will, was der an Nachweisen, an Qualifikationen mitbringen muss, eher überhaupt mal gegen Geld öffentlich Brot verkaufen darf. Und das wird überwacht. Insofern, wenn wir 20 Wurstbrote bestellt hätten, dann wären die Anforderungen an diese Ausschreibung erheblich höher gewesen. Das darf sich so nicht wiederholen. Bei mir ist jetzt noch ein Beitrag von Herrn Musculus angemeldet für den Nichtöffentlichkeit. Wird er noch gebraucht? Okay, dann können wir noch nicht zur Abstimmung kommen. Herr Kaden noch mal. Sehr geehrte Frau Oberbürgermeisterin, ich kann es mir nicht verkneifen, kurz auf meinen Vorredner nochmal Bezug zu nehmen und auf seinen Vergleich, den er gebracht hat. Weil ich glaube, der Vergleich hinkt etwas. Wenn Sie als Landeshauptstadt 20 Wurstbrote beschaffen, dann gehen Sie normalerweise in den Bäcker oder Fleischer nebenan, der Ihnen ein schönes Päckchen macht. Und dann handelt es sich regelmäßig um eine freihändige Vergabe oder man nennt es auch eine Bagatellbeschaffung. Über das, was wir hier reden, ist eine öffentliche Ausschreibung. Die hat ganz andere Formerfordernisse. Und da möchte ich an der Stelle nochmal darauf hinweisen, dass der Vergleich meines Vorredners möglicherweise an der Stelle hinkt. Das möchte ich einfach nochmal mitgeben. Vielen Dank. So, aber nichtsdestotrotz muss ich Sie nochmal letztmalig am heutigen Abend um Aufmerksamkeit zur Abstimmung bitten. Es liegt Ihnen eine Vorlage der Verwaltung vor. Es ist in den Redebeiträgen schon darauf Bezug genommen worden, dass die Landesdirektion ihre Entscheidung getroffen hat. Deswegen ist diese Vorlage heute zur Abstimmung zu bringen. Es liegen mir keine Wünsche auf Redebeiträge mehr vor. Deswegen würde ich jetzt bitten, dass wir darüber abstimmen. Wer kann dieser Vorlage unter den bekannten Umständen seine Zustimmung geben? Wer ist dagegen? Wer enthält sich? Nein. 29 haben mit Ja gestimmt, 28 mit Nein. Bei 9 Enthaltungen ist es so zugestimmt. So, was möchten Sie? Stimmungsverhalten erklären, bitte schön. Sehr geehrte Frau Oberbürgermeisterin, sehr geehrte Kolleginnen und Kollegen, ich habe mit Nein gestimmt und dies auch nach meiner besten Gewissensüberzeugung.
Ich finde es, wir können als Stadträte für diese offensichtlich schlechte Auswahl, für diese offensichtlich ungeeigneten Betreiber, gerade in der derzeitigen zugespitzten öffentlichen Debatte, können wir uns das nicht leisten. Und ich bin sehr traurig, dass hier der Stadtrat dieser schlechten Vorarbeit der Verwaltung und diesem Druck der Landesdirektion nachgegeben hat. Vielen Dank.